In Wiel feiert das Wochenende das Festival der Superlative. ZZ Top oder Bryan Adams sind nur zwei von vielen internationalen Namen, die über 20'000 Rockfans begeistert haben. «Rock the Ring» hat auf dem TCS-Areal Bezholz stattgefunden und hat die Premiere glänzend bestanden. Der René Birrer mit den Highlights von gestern Abend. Im Bezholzkreisel kocht's. Der Bryan Adams ist auf der Bühne und der kanadische Superstar heizt mächtig ein. Gut 10'000 Leute sind begeistert und singen bei jedem Song herzhaft mit. Der Auftritt von Bryan Adams ist der Höhepunkt vom Festival Rock the Ring. Schon bei der Premiere kommen allein am Samstag 10'500 Fans. Neben vielen internationalen Stars gibt es auch einheimische Kost. Einer davon ist der Mark Sway. Der Mark Sway hat ein richtiges Heimspiel. Er wohnt nur ein paar Kilometer vom Bezholzkreisel Zivile weg. Dementsprechend gross ist die Freude, dass er Teil des Festivals ist. So nah von der Heimat, so ein grossartiges Festival spielen. Ich bin in Männendörfler, das ist ein Steinwurf entfernt von hier. Und es ist einfach ein unglaublich schönes Gelände. Da, wo von Freitag bis Sonntag gut 20'000 Leute das Festival geniessen, ist sonst das TCS Verkehrssicherheitszentrum. Das Gelände ist ideal, weil es kontinuierlich ansteigt und den Zuschauer auch zuhinterst hinten nichts verpasst. Ja, es ist genial. Man sieht auf der Bühne, man kann auch Leute beobachten. Super. Die anderen oben sind einfach flach. Und meistens musst du ganz vorne stehen. So kannst du ein bisschen dezent im Hintergrund kannst du gleich verfolgen. Super, der Platz ist gut. Man liegt gut, man sitzt gut. Ja, nicht abgeben. Auch Gotthard hat die Fans gestern Abend schnell im Sack. Der Funke der Musiker springt aufs Publikum. Die Stimmung ist gut und auch das Wetter stimmt. Die Organisatoren, die das Festival vor zwei Jahren geplant haben, sind zufrieden. Und auch wirtschaftlich soll es aufgehen. Wir werden eine schwarze Null oder vielleicht eine rote Null schreiben, plus minus. Das spielt aber keine Rolle, weil das ist ein Aufbau, das ist ein Konzept dahin, das wird man über mehrere Jahre machen. Das Datum für 2015 steht. Wer der Nachfolger vom Top-Act Bryan Adams wird, ist aber noch nicht klar. Oh, let's make it.